Starke Energieschwankungen in der Projekt IAPA-Einrichtung. Das ist nicht gut. Ich vermute, unser Echsenmensch will zurück zum Mutterschiff. Das war ein Witz. Schlechtes Timing, Kumpel. Damit könnte er allerdings recht haben. Wenn es einen Start gab, wäre das die Erklärung für die Energieschwankungen. Diese Daten hier haben wir aus dem Tornadokern. Espinosa hat eine weitere, noch bessere mobile Waffe entwickelt. Was, wenn sie schon fertig ist? Wenn sie schon gebaut wurde? Ach, das war immer Oscars Ziel. Die Kombination der Technologien aus allen drei Anlagen. Eine Waffe, die jegliche Art von Sturm erschafft. Überall. Japas letzte Stufe. Egal, was es ist, wir sollten es besser davon abhalten zu starten. Wir können aber nichts tun, solange der Blizzard-Kern von Projekt IAPA aktiv ist. Also, wie lautet der Plan? Der lacht da schon. Lancer, du bist im Zug. Ich will, dass du den Sturmjäger zur Bahnstation bei Projekt IAPA bringst. Ja. Caesar, du und ich fliegen mit dem Sturmjäger mitten ins Herz des Blizzards. Dann spürst du mit seiner Ausrüstung den Blizzard-Kern auf. Wenn du ihn hast, schalte ich ihn aus. Ich fahre. Nein. Okay. Sobald der Blizzard-Kern erledigt ist, greifen wir an. Sargento, du führst die Bodentruppen an. Wir übernehmen den Tower. Du kannst auf mich zählen, Rico. Sheldon, kannst du einen Heli fliegen, ohne abzustürzen? Werd nicht frech. Du fliegst den Kommandohubschrauber. Herr Sheldon fliegt wieder. Verschaff Mira einen guten Überblick. Mira, dir gehört die Armee. Sobald wir den Tower kontrollieren, musst du den Start aufhalten. Wichtig ist, dass der Kern auf dem Berg bleibt. Das wird schwierig. Lust auf einen Heliflug? Könnte spaßig werden. Projekt IAPA endet heute. Was ist mit Espinosa? Espinosa gehört mir. Da ist jemand aber böse. Das würde zu schweren, inakzeptablen Verlusten bei der Schwarzen Hand führen. Ich bestehe auch nur auf dieser Option, weil sich ein schwer bewaffneter Pöbel vor meiner Tür befindet. Ich kann den Berg verteidigen. Sie haben alle anderen Einrichtungen verloren. Das Volk von Solis rebelliert ganz offen zum ersten Mal seit 500 Jahren. Rodriguez' Armee des Chaos kontrolliert den Großteil der Insel. Projekt IAPA sollte das Vermächtnis der Espinosas krönen. Unbezahlbare Technologie, die unseren Reichtum wiederherstellt. Der Sturmkern ist jetzt alles, was zählt. Tun Sie Ihr Bestes. Wenn das also nicht reicht, bin ich zum Schlimmsten gezwungen. Mhm. Drohungen. Ich verstehe, Espinosa. So, bin ich mal gespannt. Dann sieht man schon einen Tornado. Das wird jetzt interessant mit dem Tornado. Sargento, schau, ob alle bereit sind. An alle, bitte melden. Der Kommando-Heli ist bereit. Wir halten dir den Rücken frei, Kleiner. Caesar hier, der Sturmjäger ist soweit. Hier Lancer, der Schneestachel ist unterwegs Richtung IAPA. Bleibt wachsam, Leute. Espinosa ist fast erledigt. Aber er wird sich nicht ohne einen Kampf ergeben. Wir aber auch nicht. Er darf den Kern nicht starten. Laut meiner Anzeige erreicht der Blizzard-Kern von IAPA die maximale Ausgangsleistung. An alle Flugeinheiten, haltet Abstand, bis Rico den Sturm im Griff hat. Nähere mich der Estación IAPA. Macht eure Waffen bereit, Leute. Onkel, wieso machst du langsamer? Sie haben die Stromversorgung der Strecke abgeschaltet. Ich sitze fest. Aber nicht mehr lange. Sheldon, mir nach. Ich bin hinter dir, Kleiner. Heizen wir ihn ordentlich ein. Oh ja. Rico, ich habe da unten zwei Sicherungen entdeckt. Ich kümmere mich um sie. Ja.
So, wie ich sehe, Katze ist da, hat aber Pech, ich kann nicht weg. Jetzt renne ich nicht mal zum Kätzi-Schätzi-Lein. Muss die Tür halt selber öffnen. Oder bleibt mal hier im Zimmer und schläft. Das kann man machen. So, okay, Moment. Viel Glück, Rico! Uns gehören und Cäsar! Unsere Kinder besser sein bin sollen, bereit, Rico! Ist das der einzige Weg? Oh Mann, gerade hingerannt. Ah, waren wir schon lange nicht mehr drin. So, bin gerade hingerannt, hab die Tür zugemacht, geil. So, jetzt bin mal. Jetzt wird spannend. Was zum. Sitzheizung eingebaut. Ziemlich cool, oder? Ah! Ja, ziemlich geil. Ja. Leider hat das Ding eine Manövrierfähigkeit von 0,0%. Ist müssen wir wieder hoch. Geil. Cool. Sowas gefällt mir. Das fährt sich wie ein Stück Stein. Fährt sich wirklich wie ein Stück Stein. Fährt auf dem Schnee besser als auf der Straße. Bitte fall nicht so schnell um die Kurve rum. Mit dem Start seines mobilen Kerns ist. Ihr müsst diesen Blizzard beenden. Ist das viel weg? Glück, Freunde. Das kann doch nicht sein. Das ist. Mit einem blöden Ponnehippel. Oh. Gut, dann fahren wir halt nochmal hoch. Jetzt hier los. Ich war gerade eben nicht los. So einem blöden Ding da. Laut meiner Anzeige gibt es massive Spannungsspitzen in der Anlage, Rico. Wir haben die Ionenspule. Konzentrier du dich darauf, den Blizzard-Kahn für mich zu finden. Was sind das für eine Kakarre? Was ist das für eine Kakarre? Immerhin ist das Ding stabil gebaut. Da ist ganz schön was los hier. Das ist total verrückt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, ein Mensch kann sowas nicht erschaffen. Das ist nicht lustig, Rico. Ja, Welt geht bald unter. Mir kommt sogar im vierten Teil dran, dass man die ganze Welt retten muss vor dem größten. Ja, davor gibt es das Fahrzeug nicht mehr. Weißt du, wo der Kern ist? Drinnen, hinter diesen Türen. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Ich kümmere mich drum. Izzy? Wegen des Sturms sind die Energiesignaturen kaum zu erkennen. Ich kann dir nur grob sagen, wo du hin musst. Das reicht mir schon. Das. Blödes Zeug da. Aha, da war eine Stufe. Stolpert man also schon auf einer Stufe. So, das Teil hier. Was müssen wir noch machen? Irgendwas aktivieren oder... Nee, andersrum. Hallöchen. Weiß nicht, was muss er. Was ist denn jetzt.
weil ich bin jetzt eigentlich unser Ziel. Generatoren zerstören und das Haupttor zu öffnen. Nun gut. Gut. Ich glaube, da hinten. Nein, das sieht mir nicht nach einem Generator aus. Ja, das war ein Blitz. Und gleich sind wir tot. Nächster Generator ja da oben. Oder hier unten? Auch nicht. Oder da hinten? Oder da drüben? Oder hier? Wir müssen einen Generator kaufen. Das haben wir ja mitbekommen. Den Generator zerstören, da vorne irgendwo. Keine Ahnung wo. Keine Ahnung wie, keine Ahnung was. Aber immerhin müssen wir einen Generator kaputt machen. Gut. Da würde ich mal sagen, wir suchen am besten einen Generator. Machen den kaputt. Ich verarsche. Haben wir die jetzt schon geöffnet? Öffne die. Was ist denn das für Müll? Mann. Klasse. Verdammt. Einfach zu schnell. So, weg mit dem Push. Ich reiß gleich die Basis ein. Mal hier machen muss. Ach so. Ja, jetzt erledigt sich von selber. Aber wenn wir Glück haben, dann können wir das gleich mit Bravour beenden. Eins. Oh, wir gehen hier wieder rein. Sind die Türen offen? Ja, sieht so aus. Und ich habe den Kern geortet. Also los, rein mit dir. Ich bin drin. Sehr gut. Folge einfach den Korridoren. Gut. Am Ende müsste ein Aufzug sein. Der Blizzard-Kern ist tief unter dem Berg begraben. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Bestätigt. Komme ich nicht. Es gibt keinen anderen Weg, Rico. Der Aufzug ist im nächsten Raum. Du musst irgendwie da durchkommen. Jede Tür hat auch eine Türklinke, Cesar. Ah, stimmt. Die Konsole vielleicht? Deaktiviere den linken Schließmechanismus. Wenn das jetzt... Achso, müssen wir nochmal? Na, jetzt... Komm, das her. Hier ist ganz schön viel los. Ja, richtig.
gibt dir. Ja, das ist ein bisschen zwar ein großes vom Spiel. Nö, nee, brauche ich nicht. Ich muss nur. Gott, oh Gott. Um Gottes Willen. Ja, bis ich hier fertig bin, muss ich erstmal alles wegräumen. Ja, die Frage ist noch was. So, kann ich jetzt bitte? Ganz in Ruhe. Wenn jetzt hier noch irgendjemand kommt. Der Schließmechanismus rechts ist offen. Ja. Oh, mit der härteres Geschütz. Entweder das oder eine gute Deckung. Cesar, ich bin im Aufzug und fahre runter. Wow. Was ist los? Du wirfst gleich einen Blick hinter den Vorhang. Ich wünschte, ich wäre mit dir da drin. Zieh dich zurück, Cesar. Ich komme jetzt schon alleine klar. Wäre doch geil, wenn wir mit dem Auto hergefahren wären. Kein weiterer Kontakt. Mira, ich habe den Blizzard-Kern gefunden. Sehr gut. Bevor du das Virus aufspielst, musst du die vier Stabilisatoren an der Ummantelung des Kerns ausschalten. Alles klar. Wie soll ich das machen? So, noch ein letzter und dann haben wir es gleich geschafft. Also vier, gell? Das ist aber fetter Klotz. Damit wären wir fertig. Das war's. Spiel jetzt das Virus bei der Zentralsteuerung auf. Ohne Stabilisatoren wird der Kern in Sekundenschnelle explodieren. Sobald das Virus also aufgespielt ist. Kommt da noch was? Sobald das Virus aufgespielt ist. Ein heißes Eisen. Ja, aber jetzt geht's doch mal richtig ab. Jetzt geht's doch mal richtig ab. Jetzt kommen wir in die Endliga der Liga. Die Armee des Chaos rückt vor, aber wir werden nicht rechtzeitig da sein, um den Start zu verhindern. Wenn ich die Energieversorgung des Kerns unterbreche, wird das den Start aufhalten? Es ist einen Versuch wert. Gib sie ihnen, Rico. Suche nach Feindbeenden. Nehmt eure Patrouillen wieder auf. Vor allem suche nach Feindbeenden, ne? So. Mira, wonach suche ich? Es gibt Turbinen, die Energie vom Aufbau in den Kern leiten. Leg sie frei und zerstöre sie. Das arme Türmchen. Hier. Er sitzt fest. Tötet ihn.
jetzt fest? Wo sitzt die fest? Schon was los? Ich könnte so eine Drohne reinschießen, oder? Glaube ich, die roten Dinger zerstören. Ja, noch eins. So. Eine weniger. Da oben ist weiter anscheinend. Ich könnte eine Stunde weiter klatschen, aber ich liebe Bugs. Bei solchen Missionen sind die Bugs beschissen. Aber sonst sind die Bugs geil. Also so zum Rumspielen sind die Bugs geil, aber für Missionen sind die Bugs beknackt. Er sitzt fest. Klar. Ja, 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 sicher. Müssen wir beides nochmal machen, willst du mich verarschen? Weniger. Ja. Zwei sind erledigt. Ab in den nächsten Stock, Rico. Nur noch eine Turbine. Trifft es nicht mal. Ja, das ist der nächste Stock. Erstmal muss ich hier wegkommen. Bevor ich in den nächsten Stock kommt. Jetzt da rein. Ah, ist nicht da oben. Also, nein, Spiel, pack dich. Das gibt's doch nicht, wie? Oh. Gut, wir machen's doch mal. Wir beruhigen uns alle wieder. Das Spiel ist überhaupt... Meine Fresse. Ich weiß, ich bin ein bisschen zu stürmisch reingegangen und es dauert wieder, bis 4000 Jahre das Ding öffnen können und dann dauert es wieder, bis das hier gemacht wurde und dann dauert es wieder, bis das hier gemacht wurde, weil das Spiel wunderschön nicht verbuggt ist, weil die Bugs einwandfrei funktionieren und ja, drum dran, Kinder, ja, das ganze Spiel. Hängt das Ding da rum.
Wir warten hier einfach mal. Die letzte Turbine ist erledigt. Der Sturmkern geht nirgendwo hin. Zeit, Oscar Espinosa einen Besuch abzustatten. Scheiße, ja! Los, hol ihn dir! Aha, sehr gut, dass hier alles funktioniert. Ich muss wirklich sagen, ich mag die Bugs. Aber nicht bei den ganzen Missionen. Da sind die Bugs nicht gut. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Bam, 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 bam. Sieht aber toll aus. Espinosa, geben Sie mir alles, was Sie haben, Sie verdammter Hurensohn. Rico Rodriguez, haben Sie denn einen Termin vereinbart? Haben Sie nicht noch was Größeres? Einen Augenblick, mal sehen, was ich so finde. Meine Hand ist ganz spitzig, wenn die Maus gar nicht mehr richtig greifen. Na. Ja, würde ich gerne, geht aber nicht. Sicher richtig treff, sind alle Munitionsbomben aufgebraucht. Wie viele Leben wollen Sie noch sinnlos opfern? Große Worte für einen Mann, der einen Bürgerkrieg vom Zaun gebrochen hat, sodass Bruder gegen Schwester kämpft. Kommen Sie näher, heute gratis. Kann sie denn nichts aufhalten, Senor Rodriguez? Nö. Finden wir es heraus. Halleluja. Das von außen, wie soll das gehen? Achso, da drüben. Bitte lass los. Dankeschön. Ich bin ja mal härter. Tag machen. So. Erstmal alle Steine abtransportieren. Geschichte eines Skorpions, Errungenschaft freigeschaltet. Vom Schracht. Guten Tag, Senor Rodriguez. Einen Moment, ich muss das hier noch rausschicken. So ein Mistkerl. Ach, fertig. Nun haben Sie meine Aufmerksamkeit. Ich konnte leider nicht persönlich da sein. Ich habe ein Meeting mit Ihren alten Freunden von der Agency. Die Agency, mit der Sie meinen Vater ermordet haben. Ach, so ein Jammer. Ihr Vater und seine brillante Arbeit haben die Grundlage für Projekt IAPA geschaffen. Was Sie betrifft, der Vormarsch Ihrer Armee hat meinen Forschern Feuer unterm Hintern gemacht. Rico Rodriguez. Immer im Dienst der Agency, ob bewusst oder unbewusst. Kriege ich auch einen Scheck? Hören Sie, ich werde gleich mein Ziel erreichen und muss jetzt leider Schluss machen. Ich werde Sie finden.
Nein, werden sie nicht. In wenigen Momenten spürt alles und jeder auf diesem Berg den mächtigen Zorn des Donnergottes. Wenn ihr alle tot seid, übergebe ich den Sturmkern an die Agency und zähle die Scheine. Sie freuen sich schon sehr auf die Lieferung ihres neuen Spielzeugs. Ihr Spielzeug geht nirgendwo hin, Espinosa. Der Kern war schon fertig aufgeladen, kurz bevor der Strom abgeschaltet wurde. Er startet in diesem Augenblick. Grüßen Sie Ihren Vater von mir, Rico. Oh nein. Bring uns runter. Rico, der Kern startet. Er wird jeden auf diesem Berg umbringen. Ach, das sieht mal alles ohne Bugs. Ich verbinde dich mit der Flugsteuerung, Mira. Schnell! Ist gesperrt. Wir können den Sturm nicht stoppen. Wie lautet Ihr Plan, Rodriguez? Gabriella? Ich bin offen für Vorschläge. Moment. Wir sind drin. Hab die Firewall ausgeschaltet. Ich werde doch nicht für den Stolz dieses Mannes meine Soldaten opfern. Aber können wir den Sturm stoppen? Nur Espinosa kann das tun. Gebt Rodriguez die Flugsteuerung. Dann kann er den Sturmkern aufs Meer lenken. Ich habe eine bessere Idee. Oh. Ich wusste, ich finde Sie, Oscar. Rodriguez, Ihre Hartnäckigkeit ist bewundernswert. Hat mein Vater Ihnen das Motto der Rodriguez-Familie verraten? Über sowas haben wir uns nie unterhalten. Verarsch niemals einen Skorpion, sonst könnte es passieren, dass er sticht. Warten Sie. Warten Sie, wir können uns reinigen! Oh yeah. Setze mit Tab den AR-Scan ein, um mehr über deine Zielobjekte spielen zu erfahren. Oh, da waren wir schon lange nicht mehr. Oh, da war der Start von dem Spiel. Oh. Wie schön. Alle lachen. Alle sind fröhlich. Ich meine, siehst du, warum ich dachte, es wären Aliens? Das war doch ein UFO, oder nicht? Du hättest sehen sollen, was da noch so alles war. Warte, was? Oh, sag's mir. Izzy, komm mal her. Das musst du probieren. Hey, ich bin Vegetarierin. Aber das ist amerikanisches Barbecue. Oh nein, das ist kein amerikanisches Barbecue. Das ist Grill. Nun, ein echtes Barbecue kommt aus dem Herzen von Texas. Genau wie ich. Verarsch niemals einen Skorpion? Vorhin hat Espinosa was gesagt. Mein Vater und ich waren immer nur Figuren in einem Spiel. Bewusst oder unbewusst. Glaubst du, das ist wahr? Es ist wahr, aber nicht in Solis. Also definitiv nicht in Solis. Die Zerstörung von Iapa wird teuer für die Agency werden. Alle Spuren führen zurück zur Agency. Das ist richtig. Kümmern wir uns um sie. Kümmern wir uns um die Agency. Verdammter Mistkerl.
Okay. Bin dabei. Ich bin auch dabei, Rico. Wir sind dabei. Wir haben eine Armee. Nicht schlecht für den Anfang. Kommt. Wir erzählen es den anderen morgen. Oh yeah. So wie es aussieht, haben wir es nun wirklich geschafft, das Spiel durchzuspielen. Jetzt kommt gerade das Outro. Jetzt lassen wir einfach mal durchlaufen und quatschen noch ein bisschen dabei. Was ich sagen kann, es war ein wirklich interessantes, nices Game. Das hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht. Den dritten Teil, zweiten und ersten Teil habe ich natürlich nie gespielt. Ich habe zwar den dritten Teil, aber habe den, wie gesagt, nie gespielt. Ich habe den mir damals als Let's Play angeschaut und habe ich mir gedacht, vierter Teil kommt raus, komm, kauf dir mal, spiel mal. Wird sicherlich geil und es war geil und es ist auch immer noch geil. Ich bin mal gespannt, ob ein fünfter Teil rauskommt. Was so im fünften Teil passieren wird, weiß man natürlich jetzt noch nicht. Aber die Story und so weiter, in dem vierten Teil, klar, die Story war so nebensächlich, war aber trotzdem gut gemacht. Und das ganze generelle Spiel, ja, gut. Was ich sagen muss, teilweise schon ein bisschen verbuggt, ist, naja, in Ordnung gewesen. Bei den Missionen hin und wieder mal so einen Krampf gehabt im rechten Zeigefinger und im rechten Mittelfinger und generell in der rechten Hand auf der Maus. Kurz mal davor gewesen, die Maus mal ja, auf den Tisch zu hämmern, mache ich aber nicht, weil sonst geht sie natürlich kaputt. Bugs so im normalen Spielerlebnis waren geil. Bitte auch im fünften Teil absichtlich Bugs reinbringen. Das macht das Spiel definitiv aus. Aber so in den Missionen ist es doch schon eher hinderlich. Hat man vielleicht hin und wieder mal gemerkt, weil wenn ich mal Rechtsklick drücke, dann reagiert es mal nicht, dann reagiert es mal zu schnell, dann reagiert es mal überhaupt nicht. Dann, ja, war ein bisschen doof. Aber sonst so im ganzen Spielprinzip war das Spiel richtig geil und ich freue mich schon, wie das Tier auf das nächste Mal, wenn wir wieder Rico Rodriguez spielen und Just Cause 5. Je nachdem, was eben in Just Cause 5 passiert. Vielleicht spielen wir da gar nicht die Hauptrolle. Vielleicht gibt es da überhaupt gar nicht Rico Rodriguez. Vermute ich schon. Aber vielleicht ist Rico Rodriguez da gar nicht mehr in der Hauptrolle. Aber interessanter wird, wahrscheinlich haben wir es sogar im fünften Teil jetzt den Kampf gegen die Agency. Hat man jetzt gemerkt, Rico möchte mit Sheldon, seinem Vater anscheinend, also vermute ich mal, bin mir nicht ganz sicher, weiß man natürlich nicht, die Agency erledigen. Da bin ich mal gespannt, ob er das schafft, ob wir das schaffen, wie wir es schaffen, ob wir es gut schaffen. Und naja, da bin ich mal wirklich gespannt. Aber ich glaube, ich beende hiermit Just Cause 4. Mache nicht noch irgendwelche Folgen. Wir waren jetzt ganz kurz im alten Tropengebiet. Wir waren zwischendrin mal im alten Tropengebiet. Braucht man vielleicht nicht nochmal. Wäre zwar schön gewesen, da nochmal hinzugehen, aber wir haben ja die ganzen alten Folgen. Da waren wir ja zuerst im Tropengebiet. Deswegen reicht das eigentlich. Wir haben eigentlich jedes Gebiet abgeklappert so ein bisschen. Waren eigentlich teilweise in der Wüste. Ich weiß gar nicht, in welchem Gebiet wir jetzt am längsten waren. Ich glaube, in der Wüste waren wir insgesamt von der Folgenanzahl am längsten. Vermute ich mal. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Ich vermute aber mal Wüste, so im Dreh rum. Tropengebiet war mir am Anfang. Ja, ich glaube, Tropengebiet war auch schon ein riesiger Teil. Ich glaube so, ja, es gleicht sich, glaube ich, so auf. Ich glaube so, Tropengebiet, vielleicht Platz 1 und dann Wüste 2 oder vielleicht, ja, ich glaube, so viel machen sich die Regionen gar nicht. Obwohl das Tropengebiet viel größer ist als die Wüste, war man, glaube ich, im Tropengebiet gar nicht so oft. So habe ich das Thema 8-mal angefangen. Aber nun ja. Was ich zum Spielerlebnis sagen kann. Was ich auch schon gesagt habe, diverse Male, es macht riesig tierisch Spaß. Ich würde es sogar nochmal spielen.
Dafür würde ich aber dann keine 2 Jahre brauchen, muss ich wirklich ehrlicherweise zugeben. Keine Ahnung, warum ich jetzt für das Spiel 2 Jahre gebraucht habe, aber nun ja. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung und es tut mir auch ein bisschen leid. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass das Spiel jetzt wirklich vorbei ist. Weil irgendwann, November, Dezember 2018, haben wir das Spiel auf diesem Channel begonnen. Das Spiel hat uns jetzt durch Dark Hollow, Savelli, also die ganzen Projekte, die ganzen anderen Let's Play-Projekte auf meinem Channel geführt. Es lief die ganze Zeit, 2 Jahre fast, 2 Jahre, muss man sich mal vorstellen. Andere halten dafür 2 Monate gebraucht, bei mir läuft so ein Ding einfach mal 2 Jahre. Es wird auf jeden Fall happig, wenn andere Spiele kommen, die teilweise noch größer sind, noch detaillierter aufgebaut sind und noch mehr Inhalt haben. Ich hoffe, dass ich da keine 8er baue, das wäre ein bisschen zu heftig. Aber es war schnieke. Ich empfehle es sowas von weiter. Kauft euch das Spiel, unterstützt die Entwickler. Macht mir eine Freude. Spielt das Spiel, spielt nicht die Nebenmissionen. Also diese ganzen kleinen Nebenmissionen. Spielt lieber die Hauptmissionen, ihr habt ja gesehen. Teilweise ist es halt wirklich so, da fallen einem halt wirklich die Arschhaare raus. Aber sonst passt das eigentlich komplett. Ich bin mit dem Spiel komplett zufrieden. Hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Außer, dass die Cutscenes grottenschlecht waren. Die, ich weiß nicht, was die Entwickler gemacht haben. Das Spiel von der Grafik, schön. Die Cutscenes, die machen mir Bauchschmerzen. Die waren eher so katastrophal. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Wahrscheinlich haben sie das Ding zu sehr komprimiert. Klar, wenn sie die ganzen Cutscenes in Full HD gerendert hätten, mit einer Bitrate von, was weiß ich, 20.000, 30.000, wäre das Spiel natürlich nochmal ein bisschen größer geworden. Aber lieber 10 GB mehr und schönen Inhalt haben bei den ganzen Cutscenes, anstatt so ein Murks, was ich jetzt so gesehen habe, was generell so im Spiel ist. Das Spiel hatte auch ein paar Grafikprobleme, auch vom Wasser her. Es war nicht ganz so auf dem Stand wie das letzte Mal, wie Just Cause 3. Das war, da war das auf jeden Fall besser irgendwie gelöst und gemacht. Ich weiß nicht warum. Aber wirklich die Cutscenes, die sahen hässlich aus. Also ich weiß nicht, was die da gemacht haben oder gepfuscht haben. Ist auch ein bisschen schade. Aber das ging leider von meiner Seite aus gar nicht. Haben, glaube ich, auch andere gesagt, dass die Dinger wirklich katastrophal hässlich aussehen. Aber naja. Story ist ja eher so ein bisschen nebenbei. Wäre halt auch schön gewesen, wenn die halt gut gewesen wären, einer guten Qualität gewesen wären. So, was könnte ich denn noch so zum Spiel sagen? Eigentlich gar nicht mehr allzu viel. Wir sind, glaube ich, auch gleich am Ende des Intros, am Ende des Outros. Es kommen gerade noch die ganzen Partner hier, entweder Gameworks, Simply Gone, ich will jetzt nicht alle vorlesen, Bing, Video, die, wo man sieht, glaube ich, wenn man das Spiel startet oder die Welt startet. Und ja. Ich glaube, was läuft nochmal für eine Engine bei Just Cause 4? Ich glaube, Thanks for Playing. Hier sind wir wieder bei der Thiago und Santiago Show. Oh. Ich bin Santiago. Thiago, alles klar, mein Freund? Zurück auf eure Posten. Das Ziel ist verschwunden. Wir sind wieder da. Hallo. Willkommen. Dann, ja gut, dann können wir jetzt nochmal ganz kurz uns das Tropengebiet anschauen. Geil. Cool. Jetzt haben wir halt alles wirklich komplett freigeschaltet. Kontrolliere den Blizzard. Jetzt können wir halt wirklich alles selber kontrollieren. Tornados aktivieren, hier im Blizzard, kehre zu Iapa. Quelches Quatschas zurück, um den Blizzard-Kern, Bedarf zu aktivieren, verwende den, und so weiter und so fort. Ja, kann man jetzt alles manuell machen. Ist zwar schön und gut. Man kann jetzt zum Beispiel auch noch andere Easter Eggs erkunden und was weiß ich machen, kleinere Sachen machen und so weiter und so fort. Kann man jetzt alles machen. Man kann das Spiel noch komplett erkunden und alles noch erforschen, was man jetzt hier zum Beispiel noch hat. Oh. Jetzt haben wir wirklich die gesamte Map erforscht. Die gesamte Map haben wir erforscht. Außer diese Nebenmission, die mache ich um Himmels Willen nicht. Weil wir können ja hier gut, warte.
hier, ja, die ganzen Sachen noch freischalten. Die ganzen Sachen hier kann man alles noch freischalten. Haben wir nicht freigeschaltet. Haben wir nicht hinbekommen. Kann man noch alles machen. Deswegen kann man ja noch weiterspielen. Aber ich beende erstmal hiermit das Let's Play. Bedanke mich bei allen, die das Projekt die ganzen 2 Jahre, seitdem es eben kam, seit... Schau mal hier das Wasser. Das sieht halt eben nicht schön aus. Ich weiß nicht, was sie hier gemacht haben. Das Wasser sieht nicht schön aus. Ich bedanke mich aber bei allen, die das Projekt über die 2 Jahre jetzt unterstützt haben, die es fleißig geschaut haben. Hat mir Spaß gemacht. Und... Oh ja. Hat mir Spaß gemacht. Deswegen würde ich erstmal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zu keiner, leider keiner nächsten Folge. Hoffen wir mal, dass ein 5. Teil rauskommt. Mal schauen, was wir da eben dann machen können, wie da eben die Grafik ist, weil so prickelnd sieht das jetzt auch nicht aus, so im Hintergrund, dass... Ja, ich weiß, es sieht ein bisschen merkwürdig aus. Aber die Grafik ist im Großen und Ganzen schön. So, deswegen erstmal danke fürs Zuschauen. Das war Just Cause 4. Das war das... Ich will nicht einsteigen. Das war das Projekt. Und dann... Ja. Nach 2 Jahren. Beenden. Also. Tschüss. Und danke nochmal fürs Zuschauen. Und zum Abschluss... Werden wir nochmal ganz kurz für den kompletten Abschluss etwas explodieren lassen. Verschwinde, ich kann mir keine Reparatur leisten. Brauchst du auch nicht mehr, nachdem ich es hier benutzt habe. Gut, das hat gut funktioniert. Okay, wir bräuchten ein Gebäude. Ah. Jetzt kann man nicht mehr einsteigen. Da vorne ist ein Gebäude, warte. So. Also, geil. Danke fürs Zuschauen. Bis da hinten. Gut. Oh nein. Gibt's ja immer noch. Okay, also, tschüss.